Xenoblade Chronicles 2. Nintendo soll untergehen, wenn kein Animal Crossing kommt. Bisschen runterfahren, ne? Okay. Alter, chillt mal, was zum Fick hier? War doch eine gute Idee, den Live-Chat mitzuzeigen. Ach, what the fuck, Alter. You may call me the same. Okay. Rex used to work as a salvager, scavenging useful resources from beneath the cloud sea. Eine Viertelstunde haben wir schon, Dorsch. Also geht's ungefähr eine halbe Stunde auf jeden Fall. Komm bitte, mach's schneller. Bitte, es muss noch etwas Geiles kommen. Ach, Carsten ist auch dabei. Das stimmt auch wahrscheinlich. Lol. Beweise vernichten. Scheiße. Egal, ich gebe einen Fick drauf. Ah nee, sein, ich wäre werbefreundlich. Ah, scheiße. Bisa auch. Boah, wir kommen noch alles dazu. Ich weiß auf jeden Fall, dass Domi streamt. Gaming Clerks auch. Die Beatop, what the fuck? Lol. Was kommt denn als nächstes? GLP? Ja, genau. Noch Gamesammler. What the fuck? Jetzt fehlt noch Hübi. Ist so ein wunderbares Gefühl, gerade so in Live-Chat zu schauen. Oh Mann, ja. Xenoblade Chronicles ist wirklich ein schönes Spiel. Aber, keine Ahnung, so RPG oder so ist das nicht so mein Geschmack. Ja. Weapons and powers are granted to them by blades, such as Pyra, for example. Up to three drivers and three blades can work together at any one time. Spielt doch gleich das Spiel im Trailer durch? Warte mal, spielt doch gleich das Spiel im Trailer durch. Dann braucht es keiner mehr zu kaufen. Ja, manchmal ist es wirklich so, das ist so übertrieben. Ah ne, war was anderes. Ich dachte schon. While other arcane arts can cause HP potions to appear. Just use them wisely and watch closely the title battle. Was zum Fick, Alter! Die 45 Minuten werden immer kürzer und kürzer und kürzer. Smash! 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 Wir wollen Animal Crossing! Alter, im Maul! So. Irgendwas so. Ja, mach doch noch mehr. Ey, wirklich. Komm schon. Das juckt Nintendo irgendwie gar nicht, hab ich so das Gefühl, ne? Also einfach nur eine normale Direct. Bei der E3 haben sie wenigstens gut gemacht, aber da ist ja sowieso wieder nur normales. Och, jetzt ziehen sie einfach so durch, ist geil. Wie lange gehen die dann noch? Ist jetzt schön oder so für die Leute, für, keine Ahnung, die Xenoblade mögen oder so, aber, ach man, komm schon, ey, wirklich. Ja, es war in Caps geschrieben, aber ja, ist wirklich so gerade. Dann, ja, kommt mir auch bekannt vor. Animal Crossing! Mann, ist es fertig? Animal Crossing, wen juckt Azi? Halt dein Maul! Ist ganz nice. Ist Xenoblade auch mal vorbei? Es ist so fucking uninteressant. Ja, muss ich auch leider recht gehen. Das ist so. Oh. Das ist doch nur gerade in der Aufnahme, was ich mache, aber. Der Chat ist so ehrlich gerade, sorry. Ich konzentriere mich gerade eher auf den Chat anstatt auf den Stream. Oh, komm schon! Ja, wie dann. Ja, seid ihr mal fertig? Wirklich? Ich beende bald die Aufnahme, wenn das so weitergeht, ne? Ohne Witz, das ist das erste Switch-Game, was wirklich so vorgestellt wird. Und dann, keine Ahnung, wird schon 10 Minuten vergeudet oder so. Ich lasse das jetzt alles ankarten und das juckt mich jetzt nicht. Das juckt mich jetzt nicht, ne? Mal schauen, wie lange es geht.
Vielleicht geht ja nur eine halbe Stunde und dann wird nur Xenoblade gezeigt. Mach, dass es aufhört! Wir wollen nicht mehr Chor sein. Ja, ist ja gut. 1. Dezember 2017. Wow! Yeah! Ist jetzt genug Xenoblade. Danke! Beste! Dankeschön! Oh, die haben aber noch viel vor hier. Genau, haben noch einen Pro-Controller raus. Aber der sieht auch geil aus. Hat was. Hoffentlich was Besseres. Komm. Irgendwas Geiles. Okay, für zukünftige Update. Oh, Rocket League hat noch Tim Lockkuppel. Okay, da wollten ja noch die ganzen Maps aus Splatoon 1 noch bringen. Ja, was wollen die daran noch etwas erneuern von, aus dieser Map? Gibt so viel Gitterkram. Auch etwas ganz Neues gibt es, den Kretenkanal. LOL, das sieht auch voll geil aus. Nice. Rocket League für die Switch. Ich glaube, da hat es noch einer noch nicht so gecheckt. Das Camp Luviator. Sieht er. What the fuck? Ja, wie groß ist denn der noch, ey? Tim Lockkuppel ab 16.09. um 4 Uhr erhältlich. Also in 2 Tagen. Am Freitag? Freitag früh? Oder Samstag früh? Okay, Fire Emblem ist jetzt auch nicht so ein etwas anderer Shooter für Switch. Aha. Irgendwas wird Shooter. Aber es wird kein Overwatch. Kein Overwatch. Okay, das ist jetzt auch. Sorry, aber das ist jetzt auch nicht so ein Ding, was mich jetzt nicht wirklich interessiert. Okay, ich hatte letztes Strickstrich angezückt zu Fire Emblem von der App gemacht, aber das war's auch wieder. Nun kommt eine beliebte Kämpferin dazu und die wäre wen? Okay. Schauen wir noch mal ein bisschen in den Chat rein. Ach, wäre das jetzt so ein Livestream, ey, das wäre jetzt noch gechillter als in der Aufnahme, ey. Oh, Menno. Aber wer gibt sich bitte schon 144p-Grafik? Wer? Okay, ich hatte wenigstens Glück bei meinem ersten Livestream. Wirklich allerersten Livestream, offiziellen Livestream. Da hatte ich wenigstens Glück. Ja. Schön war es trotzdem. Auch mit dieser billigen Grafik. Aber egal. Ständiges Update für naja, Snipperclips. Also, ich will zwar nicht sagen, aber irgendwie ist es gerade voll langweilig. Sorry. Ist einfach nur sorry. Muss Smash warten. Wäre wirklich toll, aber ich glaube nicht, dass noch Smash kommt. Aber das mit diesem Shooter, was da gerade noch gezeigt wurde hier, so ein etwas anderer Shooter, das interessiert mich. Es wurde ja mal behauptet, dass der neue COD-Teil kommen wird, aber demnach war dann leider doch nicht so, weil es dann doch fake war. Plus. Das ursprünglich Spiels können diese Inhalte als Download-Inhalte mit dem eShop erwerben. Nö, ich hätte nur mal eine Demo heruntergeladen, das hat mir schon gereicht. Ein etwas anderer Shooter auf Nintendo Switch, Morphe's Law. Okay, das sieht komisch aus. Aber es ähnelt ein bisschen Overwatch irgendwie. So ein kleines bisschen. So vom Aussehen irgendwie, habe ich so das Gefühl. Okay, das ist irgendwie komisch. Ich hätte das wäre jetzt irgendwas Cooles, aber das ist irgendwie komisch. Example, larger legs will improve your jumping game, and your hand size changes the way you use your grappling hook. Overwatch 2.0! Was ist das? Bieser. Overwatch 2.0! Okay. Ist das ein April-Scherz? Morphe's Law Winter 2017, also kommt noch dieses Jahr. Also, was bis jetzt gezeigt wurde? Nee. Rocket League! Jetzt wird's interessant. Ich kenn's zwar schon, aber ich gönn's mir trotzdem auf jeden Fall auch nochmal für die Switch, Alter. Like Mario and Luigi Toppers.
Exklusiv, alle anderen sind nur neidisch. CSGO Nintendo Switch Edition. Nein, niemals! Wave Beam Boost. Okay. Just pick the blue team to play as Luigi or the orange team to play as Mario. But to rep your love for Nintendo, you'll first have to earn these sweet wheels in the game. Ja, okay. You'll have your chance when Winter 2017. Ah, immer noch kein genaues Datum, verdammt. Aber ich rechne so mit Laufe Dezember. Wieder irgendein komisches Game. Designed by the experts at Tencent Games. Explore and command a roster of. Ah, man kann die Zeitangabe nicht sehen, scheiße. With roles including tanks, assassins, mages, support, warriors and marksmen. Build the ultimate team with your friends to crush your opponents in real-time online battles. First blood, double kill, triple kill. Sieht überhaupt nicht so aus wie LOL, ne? Sieht überhaupt nicht so aus wie LOL. Nein, sieht es nicht, nein. Es wurde wahrscheinlich copy and pasted, kann das sein? Sieht einfach aus wie League of Legends. What the fuck, man? Ja, das ist genau. Benennt es einfach anders, obwohl es aussieht wie League of Legends. Das ist genauso wie ein Playstore mit Mobile Legends, aber es ist genauso aus. Okay, Bethesda, Elder Scrolls, naja. Es ist interessant. Es ist interessant, sagen wir es mal so. Um es zu beschränken. Aber es ist auch nicht so. Keine Ahnung, ist ja. Sorry. Sorry, das ist bis jetzt die behindertste Reaction, die ich jemals gemacht habe. Tut mir leid, ne, sorry, aber momentan. Ich kann gerade nicht alles ernst nehmen, ich weiß nicht, das ist so. Oh. Das tut mir schon fast leid. Ach man. Sorry. Aber ich warte auf was Spektakuläres. Wie ein Animal Crossing oder Smash. Das wäre cool. Mario Kart 9. Ne, Spaß. Wird sowieso was in ein, zwei Jahren kommen, denke ich mal. Wenn überhaupt, aber ich denke mal schon. Aber das ist doch gerade hier interessant. Okay, man kann ja die Amiibos ja mitbenutzen von Breath of the Wild. Ist ja klar. Mhm, wunderbar. Komm, was Geiles. Bethesda Softworks is bringing two Doom. Ja, schon irgendwie, ja, doch. Doom to your TV and anywhere you want to be. Slay hordes of demons with devastating guns in single player and crush your friends. Außer Wolfenstein, das ist keine Ahnung, aber Doom eventuell, ja, schon vorhanden, ne? Wolfenstein ist schon wieder, ach Mann, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Kann aber auch sein, dass mich allgemeine Spiele irgendwie nicht so interessieren, weil ich so fest an dieser Nintendo-Materie bin. Und Flip Wars? The fuck? Das habe ich nie angerührt. Gibt's davon überhaupt eine Demo? Ich habe keine Ahnung, wirklich. The fuck? Na, okay, cool. Doom with, oh, cool. Bald auf Switch, aber gehört bei der Animal Crossing. Ist ja gut, Arms Update, wie lügt Arms. Schnauze. Nur Doppelmittelfinger an die Leute, die alles scheiße finden und haten, aller Tanzverboten, ja, man, nacker. Okay. Okay, das juckt mich jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Arcade Spaß auf der Nintendo Switch. Haben wir es jetzt endlich mal soweit? Mario Bros? Lol, okay. Ach, gibt es doch Arcade Games auf der Switch? Hamster Corporation Arcade Archives Mario Bros. Notice the little visual details from the arcade version. Other arcade classics are on the way too, including versus Super Mario Brothers versus Balloon Fight. Ach so, nur als Multiplayer quasi. Zwar schon so Arcade Games, beziehungsweise halt wie damalige Spiele halt. Aber dann als. Komisch. Nintendo mit allem Müll, alles klar. Müll. Arcade Achievements. Achievements. Erscheinungsdatum für Amiibo, der Recken. Oh, cool! Nein, nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken, bitte! Nein, nein, nein,
Nein, nein, nein, bitte, komm, 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 bitte, 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 bitte. Ich will es wissen, ich will es wissen. Falle Mifa, komm schon, bitte, nein, nein, komm. Mach keinen Scheiß. Soll ich jetzt extra die Quali runterstellen, weil es jetzt so laggt? An diesem Punkt hat mein Internet gestreikt, somit ich leider einen Teil davon verpasst habe, vor allem die Zelda-Amiibos. Und da war noch was mit Rocket League dort sehen und noch irgendwas anderes, was mich bestimmt sowieso nicht gejuckt hätte. Aber so vom wichtigsten Teil würde es dann doch noch ein extra Video geben, wo ich noch auf die zwei Sachen Reaction werde. Ist zwar ein bisschen dumm, die Idee, aber ich mache es einfach trotzdem. Und jo, das war's eigentlich schon. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem weiteren Zeugs. Ja. Okay, ich versuch's jetzt nochmal. Es hat gerade so rumgespackt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht so viel verpasst. Scheiße. Aber da war viel weg. Scheiße. Muss ich danach anschauen und dann nochmal irgendwie darauf reagieren. Also ich kann es wenigstens positiv sehen oder so. Alles, was jetzt nicht gezeigt wurde, kann ich nochmal schnell nachschauen. Ich habe gerade irgendeinen Kommentar gesehen. Ja, moin, Boys! Wahrscheinlich kein Animal Crossing. Oh, verdammt. Oder warte mal, nee, ich mach's anders. Eigentlich kann's auch nichts irgendwo... Ah, fuck, Mann! Kacke! Mach mir jetzt 484p. Nee, komm, es ist spät. Nee, so jetzt aufregen und schreiben, weil es keine optimale Lösung. Kirby Star Allies is coming to Nintendo Switch Spring 2018. Schön. Wirklich schön. There's a whole lot of fun in store thanks to Nintendo eShop. Tolle Titel erscheinen. Okay. Warte, was sollte, wird noch was gezeigt. Ich kann nicht zurückspulen. Das ist so eine Scheiße. Forces, towns, puzzles and challenges in the sporty RPG Golf Story this September. This holiday, up to 4 players. Das ist so auf einmal weg, geht ein Komplettabbruch bei mir. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da waren auf jeden Fall noch 2-3 Dinger noch gewesen oder so. Auf jeden Fall. Da war auf jeden Fall was noch mit Rocket League oder so. Und dann hab ich keine Ahnung mehr. Das ist für Meat Boy. Das macht er ja auch, das weißt du. Okay, Lost Beer. Davon habe ich glaube auch schon was gehört. Ist jetzt auch nicht so mein Ding. Mal nachschauen. Ah, okay, gut. Ach ja, Sonic Forces. Ich glaube, das gönne ich mir trotzdem. Die Switch-Variante ist noch ein bisschen... Yeah. Vor allem, dass es nur auf 30 FPS läuft. Anstatt 60. Und ich glaube, nur auf 720p anstatt 1080p. Ach, das hier habe ich auch schon, ja. L.A. Noir. 14. November. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Joy-Con-Modus. Okay. Das war die letzte kurze Neuigkeit für Nintendo Switch. Ah ja, Mario Odyssey. Naja, klar, ne? Klar. Natürlich noch Mario Odyssey, auf jeden Fall. Na, wurde ja schon gesagt, auf jeden Fall. Ist ja klar. Und hier steht es auch nochmal in der Beschreibung. So, dann zeig ich mal her, Mario Odyssey. Komm her. Jetzt wird's interessant. Super Mario Odyssey のプロデューサー小泉としてこれまでお伝えしている情報も交えながら最新情報を紹介します。マリオはピーチ姫との結婚式を企てるグッパを阻止するため。Es ist klar, ne? そして、die カバー hat auch Gesicht, beziehungsweise Augen. グッパにさらわれた妹のティアラを助けるため。Lol, okay.Interesting, interesting. Cool. Naja, die Kappa ist der Cappy. Kann ja nur als Sprungplattform benutzt werden. Nice, nice. 世界には
Cityland, New Donk City. Also haben sie jetzt eine andere Überleitung gefunden, weil bei dieser komischen, bei dem E3 Gameplay war das noch so mittig irgendwie noch so gezeigt. Glaube ich, irgendwie so eine Art, ja. Nice. Oh, der Arme. Krass. Oh, das ist einfach schön. Nice. Heftig, ey. Sieht einfach nur richtig geil. Ja, alte geht nur als CG verwandelt. Cool, wirklich cool. Für kurzzeitig einen Raketenantrieb oder was? Komme ich zum Glück doch noch zum richtigen Zeitpunkt. Na, die sogenannte Odyssee. Ein Schiff, dessen Form. Ah! Achso, also braucht man schon recht viele von diesen Monden. Oder kommt halt drauf an, bei jeder Welt ist es immer was anderes. Ja, als hätte man wie so eine ganze Liste oder so. Lol. Okay, das sind es doch also immer wieder Monde. Vielleicht so ähnlich wie die Sterne aus Mario Odyssey, vielleicht noch mit irgendwelchen kleinen Missionen oder so, ich weiß noch nicht, oder einfach so zu finden, denke ich auch mal. Ja, so. Das war so ein ähnliches Ding hier wie Zelda Breath of the Wild, mit großer Oberwelt und sonst sowas. Naja, ist ja verschiedene, deswegen von einer großen Oberwelt kann man ja nicht so sagen. Schnackelchen. Netter Name. Tiptoed. Ach ja, auch noch. Lol. Hast du ein kleines Bett drin? Ja, so eine Minibahn. Für dieses kleine Mini-Wettrennen gibt es auch noch sowas. Wirklich. Na, Crazy Cap, wo man verschiedene Capes kaufen kann. Und sogar komplette Kleidung. Also nicht nur Capes. Klar. Ja, mit einer Amiibo wahrscheinlich, ne? Lol. Die verschiedene Kleidung. Ja, Dr. Mario, alles klar. Okay. Geil. Okay, ja, dann noch, als ob noch verschiedene andere Filter und so, ne? Ja! Ja, als ob man dann noch so ein Bild machen kann, ne? Okay, ne? Lol. Dieser Scooter von gerade eben, was als erstes gezeigt wird, das erinnert irgendwie an diesen Fashion-Scooter aus Mario Kart 8 irgendwie. Ja, geil. Auf jeden Fall ist richtig geil, auf jeden Fall. Da steckt viel Arbeit dahinter. Es wurde mit sehr viel Liebe gearbeitet. Das ist einfach so geil. Oh, schön.
ja, in Bilder eintauchen kann, aber auch wie noch in Mario 64 oder was. Okay. Komisch. Es scheint am 27. Oktober. Ja, bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Ja. Schön. Am gleichen Tag werden auch diese Amiibo in Hochzeitslook erhältlich sein. Nice. Geil. Ja. Kinder. Okay, komplett mit roten Joy-Cons. Ne? Joy-Con. In der Tasche gibt's auch noch was und noch alles. Nee, das war's. Super Mario Odyssey の Homepage や Twitter で最新情報をどんどん公開していきます。Ich hoffe, ich habe nicht so viel verpasst. Aber da war ja sowieso nicht so viel krass dabei. Okay, aus bei Rocket League. Also auch zu Ende. Wow, fast eine Stunde. Toll. Wunderbar. Hat Nintendo sofort irgendwas nochmal veröffentlicht oder so mit irgendwelchen Videos? Ja. Von Rocket League zum Beispiel. da würde ich das gerne nachschauen. Aber ich glaube, so schnell sind sie jetzt danach wieder nicht. Ich will nur kurz nachschauen. Mehr will ich eigentlich gar nicht mehr. Na, komm da drauf. Schnell. Komm schon. Nee, okay, so schnell sind sie halt nicht, ist halt klar, ne? Ja, dann muss ich das irgendwie nachholen, irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, mal schauen. Aber es war cool, ich wollte gerade sagen, es war cool. Es ging, wie der Chat jetzt wieder. Alter, nee, einfach nur, nee. Es waren ein paar Sachen dabei, die okay waren, aber geil. Nein, nichts mit Animal Crossing. Schade, und auch nichts mit Smash. Smash. Das wäre wirklich cool gewesen. Aber nein. Aber okay, gut. Ich will jetzt auch nicht so viel lange drum rumreden. Das ist jetzt immer wieder ein langes XXL-Video. Seit langem gab es keins mehr. Außer damals auch in irgendeinem Part von Pokémon Diamant. Und noch die Switch-Präsentation als Reaction. Das war's eigentlich. Aber ja. War ganz okay. Da war eigentlich sogar recht viele Dinge dabei, die mich jetzt eigentlich nicht so interessiert haben, weil es nicht so mein Ding. Das, was ich jetzt leider verpasst habe oder so, vor allem das mit Rocket League, da hätte schon ein bisschen mehr wird schon irgendwo noch ein einzelnes Video irgendwie noch dabei sein, oder also mal schauen. Ich werde das aber nicht extra als Einzel-Reaction machen oder so. Ich lasse es jetzt so schnell, dass es zwar jetzt nochmal mit dazu und so, aber ob es denn dann noch Laufe des Tages rauskommt oder so, wenn, muss ich mich halt halt ein bisschen beeilen, Bitrate ein bisschen runtersetzen, geht halt nicht anders, ist halt ein bisschen doof, halt jetzt auch wegen der Facecam, aber naja, egal. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so viel labern, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.